Hallo Leute, hier ist euer MoveLP. Willkommen zu einem weiteren Fallout 3 Guide. Und heute wieder, diesmal wieder mit einer Wackelpuppe. Welche das wieder ist, habe ich mal wieder vergessen. Aber ich weiß natürlich mal wieder, wo sie ist. Und zwar im Todeskrallengebiet. Das ist ein ganz, ganz, ganz böses Höhlensystem. Und ganz böse Todeskrallen sind. Das ist hier. Nee, vom Dunneturm, das da und dickesten Tabernakel-Tabelle. Kapelle. Und die ist in der Nähe von der VKML-Sendestation, wo wir den Sprengstoff haben. Unter Set Control Matrix und neben Set Control Matrix und in der Nähe von Ravenrock. Wir gehen einfach mal von der VKML-Sendestation aus dahin. Hier empfiehlt sich, sich anzuschleichen und snipen. Ja. Hallo. Da Todeskrallen Aua machen. Verdammt, ich muss einen großen Bogen um die dickersten Tabernakel-Tabelle Kapelle machen, aber sehr gerade snipen ist nicht, weil wir von anderer Seite dafür kommen müssten. Das ist nicht sehr toll. Hier ist auch ein Jaguar. Die dickersten Tabernakel-Tabelle, die kommt dann noch später, da ist nämlich eine Unique-Waffe. Deshalb mache ich einen Bogen darum. Die kommt dann ein paar Geiz später. So, und da ist wahrscheinlich schon eine Todeskralle. Oder was anderes Böses. Was anderes Böses. Schießt der jetzt drauf? Auf noch was anderes Böses. Ganz viele andere böse Sachen sind hier. Ihr könnt ruhig alle auf Fox einbrechen, wie ihr wollt. Das stirbt eh nicht. Schön. Hinten auf den Schwanz. Oh. Schieß. So. Werf jetzt. Okay, den Roboter ist jetzt einfach mal da. So. Was ist denn da für eine Hütte? Kann man von da aus snipen? So, jetzt sind wir auch an der schönen Hütte. Ich höre wieder ein Wachbot. Und kriegen direkt mal wieder hier Kernspaltungsbatterien und Stuff. Verdammte. Nee, ist wirklich nichts mit Snipen. Da wir auch schon da sind. Jede Sekunde. Und ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Ja, aber ich fühle mich jetzt schon ziemlich unwohl. Ah, da. Ja, da hinten sind auch schon Todeskrallen. Und ich kann doch snipen. Das da. Oh. Die Todeskrallen sind da. Aua. Die Todeskralle hat da hinten was zu tun. Waffe weggeschossen.
Läuft noch die Todeskralle da? Nein, der da. Mit einer Pistole, glaube ich. Nein, mit dem Gewehr. Irgendwo, weil er so keinen Kratzen hat. So viel Spaß. Wir sind noch auf Gefahr, das heißt, die Todeskralle ist auch noch irgendwo. Oha. Respekt, Leute. Jetzt wollen wir uns natürlich gerade weggemetzelt haben, aber das ist das Feinste. Also ich kann sie gerade noch auf dem Radar haben, die Todeskralle. Das mit Wahrnehmung 10, das hast du schon ein gutes Stück entfernt. Oh, das ist noch ein klarer Soldat. Okay, ja, hier geht's richtig ab in Klave. Über Roboter und Sequenzen, da man hört sie über Kämpfen. Überall Explosion, überall Kampf. Und Tod. Da ist sie. Das ist eine von einem Enklave Gefangene, die haben dieses Headset auf. Die ist aber wohl entwicht. So. Ja, ich habe Panuka Colas eingepackt. Sparen uns System Packs. Ja. Dann gehen wir mal hier Richtung Eingang. Wechseln auch mal die Waffe. Was ist denn gut gegen. Ach so, ja genau, Plasma. Gegen Todeskran ist Plasma gut. So, das Todeskran ist nicht nur voller Todeskran, sondern auch ziemlich verwirrend. Ich finde mich da nicht zurecht und verirre mich auch immer wieder. Das sind nämlich mehrere Sachen. Ich werde einfach nur die Sackgepuppe holen, die anderen Sachen. Wenn ich dann in einem anderen Guide. Direkt danach. Holen. Ich werde jetzt säubern und direkt zur Sackgepuppe gehen, sonst nichts anderes looten. Das Looten kommt dann in einem anderen Guide. So. Das heißt, getrennt machen, damit man das besser suchen kann. Wenn man jetzt den Guide für die Waffe vom Mufu sucht, dann findet man nicht, weil das hier in einem Backpuppen-Guide drin ist. Ne? Ist nicht so toll. So, ich habe aber auch Fox dabei. Der kann dann schön für mich tanken gleich. Aber ich kann von hier oben auch noch ziemlich gut snipen. So viel Spaß! So, was willst du der? Ich hab's mir geschafft, zwei von hier oben weg zu snipen. Weil ich unten nämlich auch fanden. Aber hier ist gerade nur eine. Warum auch immer. So, auf jeden Fall habe ich keine Ahnung, wo die jetzt genau ist. Ah! Gefunden. Wackelpuppe Ausdauer. Wir haben eine Volta Guilty Edition Wackelpuppe gefunden. Die Inschrift auf der Sack lautet, seien Sie immer bereit, alle für das Team zu geben. So viel zu, ich weiß nicht, wo die ist. Und ja. Auch wenn es ein etwas kürzer Guide ist, das war's auch wirklich für diesen Guide. Für die anderen beiden Waffen werde ich einen extra Guide einfach machen. Ich bin auch etwas kürzer, aber okay. Und ja. Sagen, kommentieren und mir Feedback geben, das würde mir sehr helfen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und abonnieren, wenn ihr mehr haben wollt. Bis zum nächsten Mal.